Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Unterrichtsstunde von Mockmeier in Final Fantasy 9. Der gute Kerl möchte uns nämlich so einiges wieder erklären. Drei neue Dinge, und zwar zum einen über den Status. Der Status ist dem... Nein, falsch. Der Status ist dem sich ein Charakterer, also ich kann immer lesen. Noch einmal. Der Status ist dem sich ein Charakter befindet, wird Zustand genannt. Alter Schwede, ich mal eine kleine Pause gemacht. Ich kann nicht mehr lesen. So, noch einmal. Der Status, in dem sich ein Charakter befindet, wird Zustand genannt. Es gibt positive und negative Zustandsveränderungen, die jeweils verschiedene Auswirkungen haben. Erstmal die negativen Zustandsveränderungen, die nach dem Kampf aufgehoben werden. Einschränkende Veränderungen Teil 1. Konfus. Charakter kann nicht mehr gesteuert werden und greift Gegner und Verbündete an. Tobsucht. Charakter gerät außer Kontrolle und mutiert zum Berserker. Stopp. Charakter wird bewegungs- und handlungsunfähig. Gift. HP nimmt stufenweise ab. Schlaf. Das hatten wir vorher schon. Charakter fällt in einen tiefen Schlaf. Gemach. ATP-Leiste erholt sich langsamer und Charakter werden inaktiver. Einschränkende Veränderungen Teil 2. Hitze. Charakter erleidet Verbrennungen und wird bei der kleinsten Bewegung kampfunfähig. Frost. Charakter wird eingefroren, erleidet er psychischen Schaden, wird er kampfunfähig. Wicht. Charakter schrumpft und mit ihm seine Angriffs- und Abwehrkraft. Und jetzt die negativen Zustandsveränderungen, die selbst nach dem Kampf nicht aufgehoben werden. Diese sollte man schnellstens im Menü überprüfen. Anhaltende Veränderungen Teil 1. Stein. Charakter wird versteinert und handlungsunfähig. Doxidus. HP und MP verringern sich stufenweise und Charakter werden handlungsunfähig. Infektion. Entwicklung des Charakters wird angehalten. Auch nach erfolgreichem Kampf erhält er weder Erfahrungspunkte noch AP. Also XP noch AP. Schweigen. Es können keine Zauber ausgeführt werden. Anhaltende Veränderungen Teil 2. Blind. Trefferquote oder psychischen Angriffen sinken. Neurose. Erlittener Schaden wird ebenfalls auf die restlichen Gruppenmitglieder übertragen. Zombie. Jegliche Heilzauber haben den gegensätzlichen Effekt. Na toll, dann kriegt man Schaden. Ja, das ist mir auch schon mal passiert. Und nun, die Veränderungen, die sich positiv im Kampf auswirken. Positive Veränderungen Teil 1. Wiedergeburt. Charakter kuriert sich bei Kampf und Fähigkeit einmalig von selbst. Regena. HP regenerieren sich stufenweise. Hast. ATP-Leiste erholt sich schneller. Levitas. Charakter wird schwerelos und Angriffselement Erde zeigt keine Wirkung. Positive Veränderungen Teil 2. Shell. Verringert den durch magische Angriffe entstandenen Schaden. Protes. Verringert den durch psychische Angriffe erlittenen Schaden. Verschwinden. Charakter wird unsichtbar. Psychische Angriffe schlagen fehl. Veränderungen wird bei magischen Schäden aufgehoben. Reflekt. Reflektiert fast alle Zaubersprüche. Neben den hier aufgeführten Zustandsveränderungen existieren auch noch Veränderungen wie Todesurteil oder Gips. Aber Achtung! Sind alle Gruppenmitglieder kampfunfähig oder befinden sich in den Zustand Stopp, Stein oder Toxidus, wird die Gruppe als ausgelöscht betrachtet. Sind nach dem Kampf noch Charaktere kampfunfähig oder befinden sich in den Zustand Stein, Infektion oder Zombie, werden diese keine Erfahrungspunkte oder AP erhalten. Super! Über die elementare Eigenschaften. Elementare Eigenschaften sind Teil unserer Natur. Von ihnen gibt es 8 verschiedene. Hitze, Kälte, Donner, Erde, Wasser, Wind, Himmel und Schatten. Diese Eigenschaften können sowohl in der Offensive als auch in der Defensive genutzt werden. Allerdings können sie auch von den Gegnern gegen euch verwendet werden. Es kommt also auf euch an,
Merkt euch die Kennzeichen der verschiedenen Eigenschaften. Das hätte ich mir aufmalen sollen vielleicht. Verschiedene Eigenschaften Teil 1. Hitze, effektiv gegen Kälte, elementare Gegner oder Untote. Haben wir gemerkt. Kälte, effektiv gegen Hitzeelemente oder gegen Drachen. Ebenso gegen Insekten oder große Gegner. Donner, effektiv gegen Monster, die sich in der Nähe vom Wasser aufhalten. Erde, wirkungslos gegen fliegende Gegner. Verschiedene Eigenschaften Teil 2. Wasser, effektiv gegen hitzeelementare Gegner. Wind, effektiv gegen fliegende Gegner. Himmel, effektiv gegen schattenelementare Gegner und Schatten, effektiv gegen himmelelementare Gegner. Also immer quasi das Gegengesetzte, ne? Die neutrale elementare Eigenschaft ist gegen elementare Angriffe immun. Und alles verstanden? Wenn ihr mit den Eigenschaften umgehen könnt, gehört ihr schon zur Elite. Dann sind wir jetzt Elite, ne? Ja. Über das Kortenspül. Das Kortenspül wird in dieser Welt als Terra Master genannt. Stimmt, Terra Master, so hieß das. Vielleicht wisst ihr es schon, aber auf dieser Welt gibt es eine Menge geübter Kartenspieler. An ihrem Aussehen erkennt man es nicht, deswegen einfach mal ansprechen. Die wahren Zocker sind meistens süchtig danach, Tetra Master zu spielen. Sie werden eine Aufforderung bestimmt nicht ablehnen. Zu einem Spiel auffordern könnt ihr sie mit der P-Taste. Super, sag es doch früher. Manche werden euch auch von sich aus auffordern. Und hier nochmal die Grundregeln. Regeln zu Tetra Master Teil 1. Zu Beginn müssen 5 Karten gewählt werden. Regeln zu Tetra Master Teil 2. Die Partie ist eröffnet, zeigt die gelbe Dreiecksmarkierung auf eine geeignete Karte, wird diese umgedreht und zur eigenen. Regeln zu Tetra Master Teil 3. Zeigt die Dreiecksmarkierung der eigenen Karte, auf die einer gegnerischen kommt es zur Kartenschlacht. Wird die Kartenschlacht gewonnen, erhält man alle Karten, auf die die Dreiecksmarkierung zeigt. Bei einer Niederlage gehen alle Karten, auf die die Dreiecksmarkierung zeigt, an den Gegner verloren. Regeln zu Tetra Master Teil 4. Kommt es zwischen mehreren Karten zur Schlacht, kann vorher gewählt werden, mit welcher begonnen werden soll. Regeln zu Tetra Master Teil 5. Wurden alle Karten abgelegt, ist die Partie zu Ende. Die Person, die also mit mehr Karten, ist der Gewinner. Regeln zu Tetra Master Teil 6. Alter Schwede. Ist man erfolgreich, erhält man eine gegnerische Karte. Bei einer Niederlage muss eine eigene abgegeben werden. Und das kann auch durchaus eine sehr wertvolle sein. Ansonsten gibt es noch viele kleine Details, aber die findet ihr beim Spiel selbst heraus. Natürlich, wo bleibt sonst der Spielspaß? Chefchen weiß echt viel, Kubo. So ist es. Na Fisch. Hui, Karamba. Ich würde gern einmal Mob zuerst. Mois. Seid mal so gut und bringt Gumo diesen Brief von mir. Alles Kubo? Geht klar, Kumpel. Danke, Kubo. Einmal Zelt noch bitte. Jo. Ah, tja, ist schon schön warm, gemütlich und der Wind pfeift so herrlich, aber es ist schließlich kalt. Was? Ich muss schon aufstehen? Oh nein. Dann gehen wir noch schnell speichern, würde ich sagen. Ich speichere Kubo. Jupp, tun wir wieder hier rauf. Und hier rauf. Jupp. Brem, fertig. Super, super, super. Und tschüss. So. Ich glaube nicht, noch einmal schauen. Ich glaube nicht, dass jetzt hier irgendwas gespawnt ist. Nein. So, und jetzt gehen wir es an. Puh, ist da ein eisiger Wind. Uff, boah, boah, ne. Wie, was dauert da so lange? Komm, sonst gehen wir noch ohne dich weiter. Ich komme ja schon. Ah! Meister, Vivi, ist alles in Ordnung? Oh, mir ist gerade so komisch. Mensch, Alter, alles klar?
Wohl eher weniger. Was ist los mit euch beiden? Ist mir kalt. Alter, das ist jetzt aber nicht gerade der günstigste Zeitpunkt für Nickerchen. Steiner? Keine Chance. Die sind alle weg. Oh nein, Garnett auch? Wird nicht aufwachen, wenn sie hier frieren. Garnett? Auch K.O. Mist, verdammter. Ich kipp auf. Schön, dann erfrieren wir hier mal ganz gemütlich, ne? Was war das? Was war das gerade für ein Geräusch? Oh, es ist mir kalt, ey. Von da drüben etwa irgendwas ist doch dort. Leute, ich komm da mal wieder später. Boah, ist doch kalt. Ich glaube, ich krieg Schnupfen. Alter Schwede. Bäh, du lebst also noch. Was bist denn du für einer? Bäh, schwarzer Tenor 1. Hättest du dich auch für dich schlafen gelegt, hättest du es jetzt noch, also schon hinter dir. Bäh. Bist du etwa für dieses Schneegestöber verantwortlich? Du bist ja gar nicht mal so dämlich, wie du ausschaust, ne? Kling, kling, kling. Na, großartig. Rum, bum, bum, bum. Na, großartig, ne? Wie schaut er aus wie Vivi mit Flügeln? Du böse. Killer, sei nicht. Erscheine. Töte dieses Ungetüm von Afnio. Vernichte ihn, Killion. Ich will aber nicht. Okay, wir gehen einmal stibitzen. So. Bei diesen beiden hier gibt es einen Schmied. Und zwar, es ist komplett wurscht, wie viel Schaden du auf diesen Killion machst. Er wird immer geheilt werden, ja? Das heißt, du musst zuerst diesen Schwarzmagier-Depp da drüben ausschalten. Und bevor wir das tun, werde ich mal stibitzen, dass das Zeug hält. Weil jetzt seht ihr, meine Güte in die Klinge bekommen. Sehr schön. Vielleicht hat er noch mehr Schätze für uns. Ja, hat aber lässt sich nicht stibitzen. Das ist nicht mehr. Einmal geht's noch und dann müssen wir uns heilen. Oh, die Trend. Schwarz steigt. Ganz schön. Das freut mich. Bam. Aufs Maul. Jawohl. Komm, gib mir das, was du hast. Yeah, Ether. Ether geklaut. Gehen wir uns mal kurz heilen. Oh, dann gehen wir weiter stibitzen. Ich glaube, der hat vielleicht noch was. So, aus zum Hause. Und darum ist es so wichtig, dass man schaut, dass man viele Level-Ups bekommt, so viel wie es halt geht, wenn man gerade Bock hat. Weil sonst schaut man hier bei solchen Gegnern gleich mal alt aus. Bei meinem allerersten Versuch bin ich hier kläglich gescheitert, weil ich da gerade mal Level 5 oder so war. Oder der 3. Irgendwie so, dass das ging nicht gut. Ein habe ich nicht. Super, dann kann man es auf den anderen Depp konzentrieren. Da kommt die Trans. Das ist nicht gut. Das wollte ich jetzt gerade noch haben. Weg. Ist halt weg. Vielleicht kriegen wir dafür schneller was. Aha, jetzt kommt er schon mit Feuer. Eis ist ihm schon zu blöd geworden. Jetzt macht er Feuer. Weil es wird nicht mehr schaden. Allen Heilmittel geklaut. Super. Dann werden wir ihn mal bearbeiten. Ja. Noch haben wir Zeit mit dem Heilen. Ich werde jetzt einmal angreifen. Hoffentlich bringe ich nicht runter mit. So. Und Kachanga.
Einmal noch. Und dann tun wir das Stibitzen. Beziehungsweise zuerst heilen und dann Stibitzen. Also Angriff und Sack. Ja, wir müssen es dringend heilen. Ich werde auch, glaube ich, die High-Position, genau. Die bessere Heilung nehmen. Oh, er ist gestorben. Verdammt, ich hoffe, der hat nichts mehr. Scheiße, Mann, da ist der Grüne. Ich dachte, der hält mehr aus. So, wir gehen auf jeden Fall mal heilen, nehmen die große Heilung. Bam. High-Potion. Jawohl, wir sind vollständig genesen. Und jetzt kommt das Viech dran. Scheiße, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Ich hoffe, der hatte nichts mehr, wenn er gut ist. Also als Clown brauche ich hier nicht mehr. Das heißt, ich muss Maul. Mit allem, was wir haben. Ich muss ganz ehrlich gestehen, es läuft echt. Eisra, das ist weniger schlimm. Okay, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Und aufs Goshi, jawohl. Na los, lass dich besiegen. Habe ich übrigens schon mal erwähnt, wie ich toll ich das finde, dass man jetzt endlich so viel grafisch besser die Sachen hier sieht. Nichts mehr zu fixen. Echt schön. Ah, das Viech ist gleich mal hin. Man sieht es nämlich an seinem Stein, den er da vorne trägt. Die Kugel, die ist schon rot. Ich glaube, das war immer so ein Zeichen, dass er bald abnehmen wird. Ich muss mich da noch heilen, ganz dringend. Ah, ist schon vorbei. Passt. Das war's mit dir, du Mistviech. Yeah. Diese Lorbeeren gehören dir, Zitane. Sauber gemacht, Bursche. Yeah. High Plus Potion und Phönixfeder bekommen. Haufenweise Gil. Perfekt. Sauber gemacht, Bursche. Den ersten hat dieser Strolch besiegt, sag ich. Aber die anderen beiden schnappen sich die Prinzessin ganz sicher, sag ich. Hm? Ist da wer? Wie auch immer. Ich hoffe mal, die anderen sind noch nicht erfroren. Dann schauen wir mal. Ah, die zwei Clowns schon wieder. Nom, nom, nom. Ja, da ist ein Fleck. Oh, Zitane. Hast du auch so gut geschlafen wie wir? Na klasse, bis auf ein paar Frostbeulen hier und da, seht ihr alle schon wieder ganz munter aus. Hey du, was ist hier eigentlich vorgefallen? Eigentlich nichts Besonderes. Du verheimlichst doch irgendwas, Kerl. Ich sagte doch, es war nichts Besonderes. Kerl, mich beschleicht das Gefühl, dass du vielleicht während die Prinzessin bewusstlos... Alter, nur mach mal halblang. Ich weiß ja nicht, was in deinem kranken Kopf so alles vorgeht, aber... Steiner, das reicht. Er sagte doch, es sei nichts gewesen. Wollt ihr Zitane etwa beleidigen? Aber ich habe verstanden, Prinzessin. Gut, auf jeden Fall freut es mich, dass alle wohlauf sind. Ich denke, wir sollten weitergehen. Zitane, was habt ihr? Ach, schon in Ordnung. Da war nur vorhin irgendwas komisch. Oh, stimmt. Da geht es nämlich auch runter. Zack, zack, zack. Und mal schauen, ob sie nicht irgendwas geben tut. Da war nix. Wirklich? Oh, Gegner, Entschuldigung. Ja. Dann ist es hier wieder eine Finte. So, die Garnet tut gleich mal den Schaden heilen. Sicher ist, mal die Feuer und so. Jetzt auch so kriegt sich der Kampf mit dem Swooshen. Und der gute Steiner mischt auch mit. Sehr gut.
Ahoia! Diebstahl fehlgeschlagen. Ich glaube, heilen braucht er mal nicht. Dann kannst du mal den Leuten da wieder aufs Ohrchen hauen. So, essen wir mal. Nochmal Stibitzen, würde ich sagen. Steiner haut auch drauf. Ja! Dann müssen wir schauen, dass wir endlich diese Höhle hier verlassen können. Ja, Potion und Steinerwald. Ende im Gelände. Jawohl. Sehr gut gemacht. Wow, zweimal Level up. Fisch. Titan ist auch bald soweit. Potion, Phönixfeder und Kampfbotenkarte erhalten. Und ein Haufen Geld. Super. Ist dann da wirklich nichts? Das kommt mir gerade komisch vor, aber da scheint echt nichts zu sein. Nö, das ist wieder so eine... Halt. Optische Täuschung. Jo, da war hier nichts. Entschuldigung. Dann gehen wir weiter. Param, bam, bam. Aber hier, glaube ich, war irgendwo was. Da hinten? Nett? Wieso bilde ich mir denn da ständig was ein? Ja, ist auch eine Bildung. Also Einbildung ist eine Bildung, ne? So, dreimal Kampf. Jawohl. Der erste ist schon so gut wie hin. Der zweite eigentlich auch. Würde jemand deine Heilung bedürfen? Nö, eigentlich nicht. Kannst du noch sparen, kannst du noch heilen. So, ja, Stibitzen, jawohl. Zack, aufs Maul. Ibi ist wieder dran. So, ja. Oh, hoppla, falsch. Entschuldigung. So. War die falsche Attacke. Aber hat gereicht. So, Feuerchen. Quatsch. Ja! Und Brutzel! Super gemacht. Sehr gut. Yeah! Aufgestiegen, beziehungsweise Level Up für 10 Turne. Ein Potion und haufenweise geladen. Super. Also dann ist hier nichts, dann gehen wir hier einfach frisch fröhlich rauf. Da ist auch nichts, da ist auch nichts. Nicht wirklich. Nope. Ah, ein Gegner. Natürlich. Ein Gegner. Ich fürchte, wir machen jetzt ein kleines bisschen Überlänge, aber dafür haben wir die Höhle dann hinter uns, was ja auch nicht schlecht ist. Ja. Ich weiß, ich nehme es mit den Stibitzen ein bisschen zu genau. Muss ich eigentlich gar nicht so machen. So. Könnte ich theoretisch jetzt schon aufhören. Ich habe vergessen, die mittleren Klinge auszurüsten. Ich bin ein Profi. Ja, bist du manch. Das war ein hässliches Viech. So. Feuerchen, Feuerchen. Quatsch. Ja. Schreit. So. Und auf zu Plätzen. Da könnt ihr fast das. Und einmal noch Magie für unseren zum lieben Mimi. Und dann ist gut. So, passt. Geschafft. Hoffen wir mal. Ich denke, einmal müssen wir kämpfen und dann gut. Dann ist gut. Ja. Yeah.
Wow, Bestentöte ist erledigt. Sehr gut. Steiner hat's geschafft. Momentchen mal. Wenn wir schon dabei sind, das tun wir noch schnell ausrüsten. Und zwar der Mithril-Dolch. Dolch, genau, Dolch. Arsene-Lupi. Ich hoffe, ich sage das richtig. Wahrscheinlich nicht, aber ist ja falsch. So, und der gute Steiner. Pestentöter. Nein, neue Waffe gibt's nicht. Aber ich glaube, einen neuen Helm. Zwei sogar. Wir werden mit dem Latex-Helm beginnen. Und hier haben wir dabei nichts. Nein. Der Rest müsste passen. Vivilein. Nein, das verzückt mich schon wieder. Ich will immer auf die Return-Taste, weil ich das so von anderen Spielen gewohnt bin. Mit dem Inventar öffnen. Schlimm ist das. Schlimm ist das, sag ich euch. Schlimm. So, jetzt passt. Jetzt bin ich zufrieden. Jawohl. So, und. Alle hopp. Jawohl. Und rauf da. Und nochmal. Alle hopp. Jawohl. Und raus da. Nein, nicht ganz. Ich wusste, dass wir noch einmal kämpfen müssen. Bam, 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 bam. Ui, diesmal haben wir Angriffsvorteile und die Gegner den Hinterhalt. Ja, super. Das ist ja fisch. Müssen wir was heilen? Ich denke schon, ne? Aber wen? Hier können wir Steiner eigentlich nehmen. Ist ja eh wurscht. Ja, super ist das. Da freue ich mich ja gerade. Jawohl, verrecke. Entschuldigung. Aber ist ja so. So. Jo. Quatsch. Und Pachanga. Und zum guten Schluss wieder unserer Oberlein. Zum Schluss wieder unser Vivi. So. So. Bam. Das war's mit dir, du Kampf-Pudding. Boah, ey, ich hab so einen Bock auf Pudding. So ein Schüsselchen Vanillepudding wäre jetzt echt cool. So. Jawohl, Garnettchen hat auch bald Level. Potion und Jadestein bekommen. Super. Dann verlassen wir mal die Höhle hier. So, nichts wie raus. So, ja. Geschafft. Endlich befinden wir uns oberhalb des Nebels. Wie schön blau der Himmel ist und die warmen Sonnenstrahlen. Ach, wie herrlich. Es geht doch nichts über einen klaren blauen Himmel. Ja, ja, das sagte ich schon. Sieh mal, da unten ist ein Dorf. Ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Dorf schon mal gesehen zu haben. Ihr seid wohl schon viel herumgekommen in eurem Leben, nicht wahr? Die Welt, die ich kenne, befindet sich fast ausschließlich nur in Büchern. Vielleicht seid ihr schon mal in diesem Dorf gewesen. Wir sollten auf jeden Fall hingehen. Lalilalila. Hey, hey, nicht so schnell. Du bist eine Prinzessin, schon vergessen? Du weißt ja wohl, was das bedeutet, oder? Hier wimmelt es vielleicht schon von Leuten, die dich suchen. Wenn also jemand merkt, dass du die Prinzessin bist, dann gute Nacht. Was redest du da, Kerl? Irgendwelche Heimlichtuerei ist absolut unter der Würde der Prinzessin. Außerdem sind wir ohnehin schon halb auf dem Weg zurück ins Schloss. Was spielt es dann schon für eine Rolle? Und was bildest du, dahergelaufener Bandit, dir eigentlich ein, die Prinzessin zu dotzen? Für dich heißt das ihre königliche Hoheit. Erspar mir dein Gesülze, Alter. Ich kann duzen, wen ich will, klar? Und, wenn wir schon dabei sind, für wen hältst du dich eigentlich? Machst dir immer einen auf feiner Ritter. Bitte, hört auf, euch zu streiten. Hört sofort auf, euch zu streiten. Und übrigens, Steiner, ich habe nicht vor, ins Schloss zurückzukehren. Aber eines ist jedenfalls sicher. Ich sollte mich vielleicht wirklich nicht mehr wie eine Prinzessin verhalten. Sag mal, Zitane, wie nennt sich das hier eigentlich? Das Teil da?
Naja, das ist ein Dolch, aber nicht irgendeiner. Ein sogenannter Liliendolch, extra scharf und schön verziert. Weißt du, kurze Klingenwaffen, so wie diese, nennt man Dolche. Etwas längere wären dann Kurzschwerter, die ganz großen, für die man beide Hände braucht, zwei Hände, und dann wären da noch, danke, ich glaube, das genügt. Ein Liliendolch, habt ihr gesagt? Prinzessin, der Dolch mag zwar klein sein, aber er ist trotzdem eine gefährliche Waffe. Schneidet euch bitte nicht. Liliendolch. Und Lilien waren ja schon immer meine Lieblingsblumen. Ich habe es. Ich nenne mich von nun an Volk Mensch, Geschlecht weiblich, Alter 16 Jahre jung. Richtig, die zweite 16-Jährige, von der ich am Anfang gesprochen habe. Sie ist Rechtshänderin. Ihr Name ist Lilly, wieder mit maximal 8 Buchstaben zu ändern. Und wir werden den Namen beibehalten. Nennt mich von nun an Lilly. Zitane, was haltet ihr davon? Also, ich finde den Namen klasse. Nicht so passend. Na, der ist schon spitze. Ein absolut edler Name, Lilly. Jetzt müssen wir nur noch etwas mit deiner Sprachweise machen. Versuch doch mal einfach so frei von der Leber weg wie ich zu plaudern. Nicht immer so vornehm und hochgestochen. Gut. Ich werde mir redlich Mühe geben. Nein, 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 nein. In einem Fall wie diesem sagst du zum Beispiel, was würdest du wohl sagen, Vivi? Was hat er denn? Okay, werd's versuchen. Okay. Werde es versuchen. Das ist es, Lilly. Der Steiner. Gut, nachdem jetzt alles geklärt ist, wollen wir dann mal so langsam weiter? Und da marschieren unsere Helden. Perfekt, wir haben die Höhle des ewigen Eises überstanden, wir sind wohlbehalten, wir sind oberhalb des Nebels und ich würde sagen, das war wieder ein sehr gelungener Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!